Kommen wir nun zur E-Fast-Untersuchung. Für die E-Fast-Untersuchung, weil ich sie ja relativ zügig durchführen will, muss ich mir ein kleines Schallgel-Reservoir irgendwo auf den Körper packen. Das mache ich ganz gern hier in den Rippenbogen. Außerdem stelle ich mein Gerät vorher so ein, dass ich hier eine gute Einlinktiefe habe, also 16-17 cm sind empfehlenswert. Und nehme den Abdomenschallkopf. Wir fangen an in der rechten Flanke, ungefähr mittlerer Axillarlinie. Ich mag es ganz gern, mich den Rippen, Zwischenrippenräumen anzupassen. Und sehen jetzt hier durch die Leber hindurch die Niere mit der Morrison Pouch. Hier brauche ich nicht ganz so viel Einlinktiefe. Hier zwischen suchen wir nach freier Flüssigkeit und dafür durchmustere ich einmal nach ventral und einmal nach dorsal, die Morrison Pouch. Und schaue dann auch, dass ich den Caudal-Leberrand hier eingesehen habe, wo sich gerne als erstes die Flüssigkeit sammelt und wenn möglich auch den Caudal-Nierenpol, den ich nicht ganz einsehen kann, weil Darmgas überlagert. Hier ist keine freie Flüssigkeit zwischen Leber und Niere intraabdominell. Dann gehe ich etwas weiter nach kranial hoch, eigentlich im selben Interkostalraum. Sehe hier das Zwerchfell über der Leber. Kann zwischen Leber und Zwerchfell nochmal nach freier intraabdomineller Flüssigkeit suchen. Und dann hier im Rezessus costodiaphragmaticus im rechten Pleuraraum nach freier Flüssigkeit. Ihr seht hier das Spiegelartefakt. Hier spiegelt sich die Leber hinein, das heißt, hier ist keine freie Flüssigkeit drin, weil der Schall an der Luft innerhalb der Lunge reflektiert wird und hier dieses Artefakt bildet. Außerdem seht ihr hier die Wirbelsäule mit Inspiration und Expiration, verschiebt sich hier quasi die Grenze, ab der man die Wirbelsäule nicht mehr sehen kann intertorakal. Wenn ich die Wirbelsäule hier bis in den Thorax hinein fortgeführt sehen könnte, dann würde das auch für entweder eine Flüssigkeit im Thorax oder zum Beispiel eine Pneumonie oder ähnliches sprechen, durch die wir hier durchschauen können. Hier kann ich nach ventral und dorsal auch nochmal durchmustern. Da ist überall dieses Spiegelartefakt und ein negatives Spinezyme. Dann gehe ich rüber auf die linke Flanke. Wie bei der Milzdurchmusterung stelle ich mir die Milz ein. Schaue auch einmal über das Zwerchfell hinter der Milz nach dem Spiegelartefakt. Hier sehe ich auch Milzparenchym hineingespiegelt, keine echoläre Flüssigkeit. Außerdem versuche ich die Milz so komplett wie es geht darzustellen. Das kann schwierig sein. Insbesondere zwischen Zwerchfell und Milz will ich komplett einsehen können, soweit es geht. Und ich mustere jetzt und schaue um die Milz drumherum, ob ich irgendwo einen Flüssigkeitssaum erkennen kann. Das ist hier nicht der Fall. Insbesondere gucke ich hier auch nochmal zwischen Milz und Niere im Collar Pouch. Hier sieht man es etwas besser, da ist der kraniale Nierenpol, der Rest ist Luft überschattet. Dann schaue ich einmal im subxyphoidalen Vierkammerblick aufs Herz, ob ich im Perikard freie Flüssigkeit erkennen kann. Ihr seht hier das Herz schlagen, ich schalle durch die Leber hindurch und wenn ich meine Patientin jetzt noch tief einatmen lasse, kommt das Herz etwas näher und ihr seht hier das Myokard sich bewegen und kontrahieren und zwischen Myokard und Leber sehe ich jetzt keinen echolären Flüssigkeitssaum. Das heißt, hier ist jetzt keine Flüssigkeit zu erkennen. Weiter atmen. Und zuletzt ins kleine Becken. Hier suche ich nach der Blase sagittal und nach dem Uterus sagittal und der Vagina. Und am Übergang von Vagina zu Uterus, in etwa hier auf der Höhe, ist der Douglas-Raum, in dem der im Becken eigentlich die Prädilektionsstelle für freie Flüssigkeit wäre.
Und ich will mein Hauptaugenmerk hier auf den Douglas-Raum legen, aber auch insgesamt diese Region hier gleich bei der Durchmusterung im Auge behalten und nach freier Flüssigkeit suchen. Dafür fahre ich einmal nach rechts lateral, bis die Blase weg ist und ich die Iliakalgefäße sehen kann. Hier ist keine freie Flüssigkeit zu sehen. Und fahre dann am Uterus vorbei. Hier würde ich mein Hauptaugenmerk drauflegen, nach rechts. Schau nach freier Flüssigkeit, bis ich an den Iliakalgefäßen bin. Hier ist ebenfalls keine freie Flüssigkeit. Ich gehe einmal kurz zurück. Was man hier sieht hinter der Blase, das ist links lateral des Uterus, ist eine runde echoläre Struktur. Das ist keine freie Flüssigkeit, sondern was man hier häufig im weiblichen Becken sieht, ist eine Zyste innerhalb des Ovars, wahrscheinlich ein Grafollikel, echolär gefüllt, die schön rundlich ist. Freie Flüssigkeit würde sich hier wie so eine kleine Zunge oder sowas zwischen die Strukturen reinlegen und hätte nicht so eine runde, geschlossene Form. Hier seht ihr auch Flüssigkeit im Darm mit Peristaltik. Das ist ebenfalls keine freie Flüssigkeit. Manche Leute durchmustern hier auch lieber oder zusätzlich einen Transversalschnitt. Wenn ich jetzt nach Kauda reinkippe, seht ihr hier hinter der Blase Uterus hervorkommen, der dann hier in die Vagina übergeht. Wir wollen ja den Übergangsbereich hauptsächlich hier dann nach freier Flüssigkeit suchen. Ihr seht auch hier wieder die Zyste im Ovar, die schön geschlossen ist innerhalb des Ovars. Keine freie Flüssigkeit zu sehen. Und die Reihenfolge dieser vier Einstellungen ist jetzt eigentlich frei wählbar. Beim Mann gucke ich mir den Proust-Raum an. Das ist bei der Frau der Douglas-Raum. Beim Mann nennt er sich Proust-Raum. Das heißt, ich setze meinen Schallkopf auf, oberhalb der Symphyse, und dann schwenke ich einmal durch. Was wir hier sehen, ist die Prostata. Wenn wir weiter nach Kranial gehen, geht das hier über in die Samenbläschen, die hier V-förmig liegen und die jetzt so zur Seite, einmal hier und einmal hier zur Seite weggehen. Das hier ist meine Blase. Und nach freier Flüssigkeit suche ich jetzt etwa kranial der Blase. Hier ist wieder Prostata, Übergang zu den Samenbläschen. Und freie Flüssigkeit würde ich jetzt hier erwarten. Hier oben ist schon Darm. Das schwenke ich einmal durch. Und sehe nur Flüssigkeit innerhalb der Blase. Zack, nach Kranial und nach Caudal. Hier wieder meine Samenbläschen. Als letztes schauen wir uns die parasternalen Schnitte an, um nach einem Pneumothorax zu suchen. Dafür setze ich einmal parasternal rechts hier auf, im Sagittalschnitt. Reduziere die Einringtiefe maximal mit dem Konvexschallkopf und dann sehe ich eine Rippe, die zweite Rippe und direkt unter den Rippen langlaufen die Pleuralinie. Wenn mein Patient jetzt tief ein- und ausatmet, kann ich hier an dieser Pleuralinie das sogenannte Ameisenlaufen oder auch Pleuragleiten erkennen. Wenn ich das nicht gut sehe, drehe ich einmal die B-Bild-Gain, also das B-Rädchen, runter und kann meist diese Bewegung besser nachvollziehen. Wenn ich meinen Patienten jetzt tief einatmen lasse und die Luft anhalten lasse, ist etwas künstlich, dann sehe ich hier pulssynchron auch eine leichte Bewegung der Pleuraline, der sogenannte Lungenpuls, weiteratmen. Dieser ist genauso wie das Pleuragleiten ein Indiz dafür, dass die Pleurablätter hier aufeinander liegen und kein Pneumothorax in dieser Region vorliegt. Auf der linken Seite ist es genau dasselbe Spiel.
Vorsicht hier nur, wenn ich zu weit nach Caudal komme, dann habe ich hier nicht den Bereich der Pleurablätter, die aufeinander liegen, sondern bereits das Perikard und das Herz, das darunter schlägt. Das heißt, ich muss hier darauf achten, dass ich weit genug kranial bin und sicher eine Pleuralinie mit den darunterliegenden Artefakten sehe. Und wenn ich mir nicht sicher bin, dann kann ich weiter nach Kranja und weiter nach Lateral wandern und habe dann hier erneut eine Rippe, zweite Rippe, die Pleuralinie. Wichtig ist, dass ich senkrecht zur Pleuralinie schalle, also nicht irgendwie oblik, und die Pleuralinie dann nicht gut sehe, sondern sie muss schön echoreich zu sehen sein. Wie gesagt, die Bibelgain runterzudrehen hilft, einmal tief ein- und ausatmen. Sieht man hier das Pleuragleiten. Und wenn ich mir wirklich unsicher bin, kann es helfen, dass man den sogenannten Emote dazu legt. Dafür muss ich mir die Rippen schön an den Bildrand manövrieren und dann die Emote-Linie genau in die Mitte zwischen die Rippen legen und sehe dann bei tiefem Ein- und Ausatmen das sogenannte Seashore-Sign. Also die Thoraxstrukturen, die sich nicht bewegen, und dann die Pleuralinie, die sich bewegt. Und dann hat man hier diesen krisseligen Sandstrand mit den anbrandenden Wellen, die auf einen zukommen. Und einmal tief einatmen, Luft anhalten. Und jetzt sieht man, weiter atmen. Jetzt sieht man bei angehaltener Luft den sogenannten Lungenpuls hier unten. Und dazwischen sieht es aus wie ein Barcode-Sign, dass sich diese Linien bis nach unten durchziehen. Das wäre praktisch pathologisch und würde, oder höchstwahrscheinlich pathologisch und würde eher für einen Pneumothorax sprechen. Aber da sich das hier nicht durchzieht und der Lungenpuls vorhanden ist, liegt hier kein Pneumothorax vor.